Willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution, das lang ersehnte, ewigste, lange Spiel, das ewigste eine Milliarde Jahre dauert. Wir sind auf der letzten Insel, also theoretisch letzte Insel, wenn man von der Story ausgeht. Also hier Sandkasten, aber okay. Was ist denn? Das war mir irgendwie so klar. Haben die, nein, genau, die haben ja letztes Mal auch schon gefightet, nur halt ich habe sie dann wieder geheilt. Ja, aber ihr seid, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Von mir aus, ja, irgendwer wird sterben, das ist mir schon klar. Gut, dann halt nicht. So, warte mal. Aber die Dino, nicht die Dino, die Prozo, irgendwas Scheiße, die kommen klar. Die sind halt in Panik, aber nee, das macht denen nichts. Oder halt im Moment, weil der Typ hier einen, sagen wir mal, einen Spielkameraden hat. Gut, du bist so gut wie tot. Komm, beendet. Ist in Ordnung. Ich finde es aber auch geil gemacht, dass die für je, wie kommt es vor, dass die für jeden Dinosaurier einen eigenen Kill für die Dinosaurier haben, kann das sein? Der, also der letzte Mikrofon, denn du hast anders gekillt als sonst die irgendwie anders gekillt wurden oder was auch immer. Falls ihr wisst, was ich meine. So, warte mal. Wo steht jetzt diese komische Siegkacke? Dinosaurier, wo ist diese Kampfsieg-Ding, frage ich mich. Ich hab keine Ahnung. War mir nicht, okay. Wayne. So, du wirst erstmal geheilt, Kollege Bratan. So, und jetzt. Ja, jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Wenn es nach mir gehen würde, würde ich ja erstmal 3 Sterne irgendwie auf die Reihe kriegen wollen. Das heißt, warte mal. Was brauchen die ganzen Dudes überhaupt jetzt hier? Geringe Nachfrage ist mir. Ja, okay, das hat. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, dass hier die ganze Scheiße ist. Ja, warte mal, wenn hier Getränke und Essen so hoch ist, okay. Und einkaufen auch hier, dann ergibt das ja alles hier keinen Sinn eigentlich, was ich hier mache. Also hier. Aber es ist halt voll. Die Hütten sind voll. Ich lasse die einfach, weißt du, ich lasse die einfach, obwohl für mich hier. Verdammt. Obwohl es für mich hier irgendwie keinen Sinn ergibt, dass. Oder meine ich das so, dass ich die Leute, die was hier halt essen und hier drin sind, die leben halt im Hotel. Die sind halt da, aber das Hotel bietet ja auch hier Aussichtspunkt, das zählt ja als Aussichtspunkt eigentlich auch. Also meinen die dann, die Dudes gehen hier hin, um das zu sehen. Kann das sein? Ich glaube ja. Okay, gut. Dann halt, ja, weil das ist komplett voll, die Hütte. Ja, puf, ja, komplett, guckt euch das an. Komplett. Ja, leckt mir mal, passt. Ich hab nichts dagegen. Geht voll die Party ab. So, voll raufholzen. Holy fuck. Ja, mal so. Bam, sehr gut. Zu geil. Spielwaren, ja. Warte mal. 400, ja, kann man machen. Kann man so auch machen. Tut jetzt kein weh. Das ist in Ordnung. Das läuft halt nicht so geil, warum auch immer. So, die Spa. Habe ich 2 Spiele rein? Nee, die. Also, die Bar hat hier Mucke, so ein bisschen geht nicht mehr. Okay. Ich dachte schon. So, dann du. Retro, nächstes Gen, jo, also nächste Generation. Jetzt geht der Kack wieder runter, warte mal. Jetzt sind wir 800 Epi. Das schleudert sich so herum, das ist unglaublich. Irgendwie ist frei. Kann das sein, dass ich den Suchomimus reingetan habe beim letzten Mal? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es könnte sein. Warte mal. Ha! Was sage ich? Nur freilassen? Ja, nichts verkaufen, schade. Wer bist du nochmal? Ah, du bist doch wieder der Kollege, der Krokodil 2.0. Genau. Das heißt, ja, der die toll, da kriegt der wieder Trouble mit dem Dude und dann sind wir gleich wieder vorher. Wo's. Alter, wie lange braucht ihr? Hä? Das war echt gute Arbeit. Schön. Wie lange. Erholt sich der? Ne, heil. Okay, der wird geheilt. Ich wollte mich schon aufregen, dass die 5 Jahre brauchen, dass sie mal bei dem Dino sind. Ne, alles gut. Passt. Oh. Ach du Scheiße, Tatsache. Ich führe eine vollständige Überprüfung unserer Sicherheitsprotokolle durch und hätte Sie gern dabei, wenn Sie das möchten. Und das sollten Sie. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Geil. Jetzt habe ich von jedem verfluchten Ding, nicht jetzt, erstmal, nicht jetzt. Von jedem verfluchten Ding habe ich jetzt die Hauptmission. Na super. So, die Idee ist mir gekommen. Ich muss ja bei jedem Hauptmission Gedöns.
Jede Hauptmission besteht aus die Dudes hier zum Ausbrüten und dann halt freilassen. Okay, meine Idee, dass ich dort hinten, wo ich dann später die Pflanzfresser haben wollen würde, dass ich dort hinten jetzt ein Gehege mache, so ein riesiges, und dann einfach jede Mission nacheinander mache, weil es ist einfach nur Ausbrüten und passt. Im Showbusiness geht es immer ums das Geschäft. Geht Maya, soweit ich weiß, sind das. Alter, ja, Maya sind, soweit ich weiß, Pflanzenfresser. Das weiß ich. Ich mach die mal hier hin, weil ja, ich habe keine Pflanzenfresser-Ding gehabt. Für Sie sollte es kein Problem sein, so einen Auftrag zu erfüllen. Brüten Sie einfach ein paar kleine Dinger aus, okay? In dieser Größe sind Sie sowieso alle süß. Was hat der jetzt geredet? Von hier der Mission oder von der Hauptmission oder was darum eigentlich? Ich höre dem Typen sowieso eigentlich nicht zu, weil die labern eigentlich nur Stuss. So, passt. Hier wird der Teil ausgebrüht. Ich hoffe, das ist nicht das Problem irgendwie bei irgendjemandem, dass die dann meinen, ja, zu voll oder sonst irgendwas. Dinosaurierkampf war mir komplett klar. So. Reserve haben wir noch genug. Das ist in Ordnung. Ja, passt. Gut. Okay, jetzt ist halt das Ding wieder, dann wird wieder sehr viel Kohle drauf gehen, leider, wenn ich die Scheiße jetzt da baue. Aber ist mir gerade egal. Ja, der wird jetzt sterben, mein Gott, tut mir nicht weh eigentlich. So. Wo ist hier die Grenze? Hier drüben, aha. Ja gut, dann passt doch eigentlich hier drüben. Okay. Nicht ganz hier drüben, weil ich will auch noch den Weg irgendwie reinkriegen, ist klar, oder? Ne, hier auch nicht. Der Weg ist jetzt hier scheiße, warte mal. Ne, hier, machen wir so, genau, machen wir so. Perfekt. Machen wir so, hier kriege ich dann den Weg rein. Hier so. Hier, wenn es dann halt irgendwie geht, jawohl, hier so. Hier kommt der Weg, ja, das passt. Das ist in Ordnung. Komm schon. Lügt doch nicht. So. Ja, okay. Okidoki, ja, die Schoki. So, also. Fangen wir mal an mit dem ganzen Spaß. Ich weiß noch nicht, welche Mission ich jetzt mache, welche Hauptmission, aber so ist es eigentlich egal. Es sind ja alle die gleichen. Also beim Anfang. Bin mal gespannt, ob das dann weiter so läuft. So, Bums. Bums. Und Bums. Passt. Weg ist da. Welchen Zaun mache ich? Stromzaun. Soll ich einen Stromzaun machen oder soll ich einen... Ja, das ist halt die Frage. Ich kann es ja natürlich auch ersetzen, das ist nicht das Problem. Ich mache mal einen schweren... Stahlzaun. Ja. So. Aber eigentlich kann ich denn das Gehege sowieso dann nehmen für die Pflanzenfresser dann später. Das heißt, ich lasse hier ein bisschen Platz, dass ich dann hier irgendwo dann halt Aussichtspunkte Kacke machen kann. Sonst muss ich halt ein bisschen kleiner machen, mein Gott. Tut hoffentlich auch kein weh. So. Okay, hier. So. Also mit dem Platz bin ich echt immer relativ groß, oder? Kann das sein? Was ich hier für einen großen Radius wieder mache. Das ist wieder viel zu krank, eigentlich. Also, okay. Ich habe gerade erfahren, dass der Kunde zufrieden ist. Wir somit auch. Ja, ich muss nur kurz gucken. Ja, danke. Ich muss nur kurz gucken dann, ob die Dinos auch zufrieden sind. Mit der Haltung hier. Because zu wenig, zu viele Leute. Und sonst irgendeinen Scheiß. So. Das kann ich hier sogar drüben lassen. Das ist eigentlich perfekt hier bei der Grenze. Ja, das lasse ich auch so. Okidoki, so, das ist komplett, jawohl. Wie sieht's bei euch aus? Alles okay? Der ist okay. Meine Kollegen, meine neuen Kollegen, Maya. Die werden vielleicht auch, das wäre eine Idee. Wie, die Mission hat schon also brüten sie einfach die aus. Ja, ausgebrüht habe ich sie schon, ja, okay. Ist halt ein Unterschied zwischen ausbrüten und freilassen, logisch. So, lebt hier noch einer von den Dudes? Das ist der eine Kollege. Er lebt noch. Wie sagt du? Warte mal. Hä? Du? Wo ist denn der andere? Du. Ach, du bist sogar nicht so am Arsch.
Also wenn die über die Grenze sind, dann können sie sich gegenseitig heilen. Also dann heilen sie sich, oder der heilt sich auch. Der heilt sich auch, okay, passt. Okay. Gut, ich wollte jetzt einen Ranger schicken zum Heilen, aber passt schon. Soll ich gleich einen verkaufen? Denn nee, scheiß drauf. So, passt. Hier ist, glaube ich, auf jeden Fall genug Platz für alle. Muss ich halt schauen, vielleicht ein Sumpf wegen Wald zu viel, zu wenig, keine Ahnung. So. Dann einmal. Nee, Futter mache ich dann. Futter mache ich dann, wenn ich weiß, welche ich reinholz. Dann brauche ich Umspannwerk. Aber eh nur ein kleines. Ja, doch. Ein kleines. Am besten wäre es halt hier irgendwo gleich. Aber ist nicht so der Fall. Dann halt hier. So, Bums. Und Bums. Was für. Witzig. Du bist ein Scherzkeks. Willst du mich verarschen, das kleine Futsal? Oh mein Gott, das kann ich echt hier so machen. Lei! Voll lame. Gut, aber mir egal. Vielleicht werde ich das später noch irgendwie ändern. Ja, ich brauche eigentlich eh nur die Kacke halt. Dann reißt er da nochmal ab. Dann reißt das nochmal ab. Ist in Ordnung. So, dann machen wir noch. Machen wir noch einmal das Thema und dann machen wir es halt hier hin. Wie geht das nicht gerade? Doch. Siehst du? Perfekt. So. Okay, so Strom kriege. Strom haben wir genug. Strom haben wir genug. 88, okay. Wie viel gibt denn der? Ach, der. Aha, der hat alles. Der ist leer. Perfekt. Super. Ja, naja. Welche ist dann nicht leer? Strom, Strom, Strom. Nee. Strömchen, Strom, Strom, Strom. Du bist auch leer? What the fuck? Vier. Wo sind da meine ganzen. Wo habe ich denn den Strom dann? Ah, da drüben habe ich auch noch einen. Du hast noch 84. Aha. Na gut, genau. Passt. Muss ich halt den dann irgendwie dann rüberlenken, dass hier auch noch ein bisschen Strom ist, aber das kriegen wir hin. Okay, 6 Mille habe ich. So, was mache ich jetzt für einen? Jetzt ist die Frage. Mache ich gleich die Scheiße mit den Fleischfressen oder Metria, Kento und Penta? Ich müsste wissen, ob ich die alle auch alle habe. Weil Apatosaurus hat mir gar nichts. Triceratops schon eher. Metria, irgendwas sind die. Das sind Pflanzfresser. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber so diesen Appa, irgendwas habe ich ja nicht mal. Nee. Metri. Metri habe ich dir vorher nicht gemacht. Nee. Das ist ein Fleischfresser. Das sind auch nicht alles Fleischfresser. Ach du Scheiße, ich sag Fleischfresser und Pflanzenfresser in ein Gehege ballern. Weil Triceratops ist ein Pflanzenfresser. Ach du Scheiße. Ha! Ja, Halleluja. Okay. Also, ich werde zuerst für die Wissenschaftsmission. Warum auch immer. Keine Ahnung. 3000, der so kriege ich die ganze. Ja, Kohlemäßig kriege ich alles gleich. Metria. Kentro habe ich, weiß ich nicht, und Penta. Penta Kentro. Hey, hier ist Ihr Freund Isaac und ich habe etwas für Sie. Und damit meine ich das Angebot, Penta dass Kentro. Sie etwas für mich tun könnten. Ja, schön. Klingt gut, oder? Penta Kentro. Hä? Hab ich auch nicht. Wow, ich muss sogar dich suchen noch, Alter. Ach du Scheiße. So viel zu dem Thema. Gut, dann machen wir das aber. Ich weiß nicht. Wie machen wir das? Machen wir das so, dass ich zuerst mal die ganze Kacke upgrade? Okay. Oh, jetzt habe ich vier hier. Also wegen dem Thema. Warte mal, hä? Erfolgsrate. So, jetzt, okay, passt. Das war ich ganz verwirrt. Gut, ich mach mal die Mission. Das heißt, ich werde sie mal annehmen, verflucht. So. Leben braucht Vielfalt. Ja, und Konflikte. Super. Die Evolutionsgeschichte ist eine Geschichte des Kampfes. Und das Überleben ist die größte Belohnung. Darum geht es mir jetzt nicht. Nicht direkt. Aber ich denke, wir müssen unseren Tieren ein natürliches Umfeld bieten.
Dazu sollten wir mehr Spezies zusammen unterbringen. Mhm. Trotz der natürlichen Spannungen, die dadurch entstehen. Mhm.